Joa, Freunde, herzlich willkommen. Wir sind hier beim Ninja Part 7. Joa, wir haben einiges in der letzten Zeit gemacht. Das werde ich jetzt nachholen auf jeden Fall. Wie gesagt, das Problem ist halt momentan, ich habe sehr, sehr wenig Zeit, weil ich mich jetzt nach und nach auch auf Schule vorbereite. Generell, Samstags-Uploads sind jetzt noch geplant. Außer wenn ich mal so ein Video wie heute mache. Also, das heißt heute. Heute habe ich das gemacht gehabt, aber egal. Das kam jetzt am Donnerstag genau, das eine mit den zweimal Dragon Ball Video. Ja, wie kam das auf jeden Fall bei euch an? Wie fandet ihr es? Ich würde mich freuen, wenn ihr auch noch mal was drunter schreiben würdet. Na, jetzt zum Thema Ninja. Ich habe fleißig gefarmt. Ab und zu hier mal Metin, da mal Metin. Hier das Event, da das Event. Also Mondi-Events waren ja sehr, sehr viele in letzter Zeit. Die habe ich natürlich alle fleißig mitgemacht. Und ja, dann gab es ja aus den Geschenken, also aus den. Gab ja Geschenke und da hat man Inventarerweiterungen bekommen. Die habe ich natürlich beim Ninja eingelöst, damit ich da mal ein paar Plätze frei habe. Und ja, Schnapp den König-Event ist ja jetzt leider Gottes vorbei, aber hier habe ich noch die ganzen Aufnahmen. Die werde ich in diesem Video natürlich alle reinpacken, was für Truhen ich und so weiter bekommen habe. Und ich muss sagen, das Event habe ich zum Ende hin ziemlich gut noch drauf gehabt. Also Silberne waren eigentlich so gut wie safe. Ja, hier sind noch die Aufnahmen von den VWKs. Das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, aber ja, wie gesagt, das sind ja schon relativ alte Aufnahmen. Aber es sollte kein Problem darstellen. Ich lasse übrigens jetzt das Ganze hier mein Vollbild. Ich habe das alles mit Bandicam aufgenommen, deswegen habe ich oben so eine Leiste davor geklatscht, damit das nicht so dumm aussieht. Ich hoffe, das ist ja kein Problem für euch. Ja, hier seht ihr jetzt mal den Shop von mir, wie es momentan, ja, nicht momentan, aussieht oder da zu dem Zeitpunkt aussah. Ich habe, ja, VWKs ja gekauft gehabt, Energiesplitter ja noch vom Herstellen sind noch welche übergeblieben, Königsbeute gut gefarmt, die Helme sind ja noch da, also ja, es geht voran auf jeden Fall. Ja, der große Nachteil übrigens war noch, ich musste mir natürlich ein Kaschmirbündel beim anderen Char noch kaufen, weil ich habe auf dem Char keinen, ja, Char der Biologenquest die erste fertig hat, also OZ Bio, weil sonst hat man keine Geschenke bekommen und ja, deswegen hatte ich dann den Kaschmirbündel auf Ninja. Ist natürlich ziemlich blöd. Aber da musste ich halt einen kaufen. Aber ist ja kein Problem. Mache ich ja so oder so immer. Gut, was eingenommen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Won gehabt. Und ja, ich wäre ja nicht simpel, wenn ich nicht was ausgeben würde. Deswegen kaufen wir uns erstmal Kristallohrringe plus 9 mit 5 Bonis, die wir im Laufe der nächsten Zeit switchen werden in Richtung PvP. Weil ich mache ja ein PvP-Ninja-Projekt und nicht PvM oder sonstiges. Deswegen wird nach und nach langsam jetzt das PvP-Crew fertig gemacht. Und ich habe eigentlich vor, größtenteils eigentlich alles selber zu switchen. Mein Gott, mit diesem Sprachfehler. Egal. Ja, hier haben wir ein Feuerteil mit Widerstand Halbmenschen gekauft. Dann haben wir schon mal ein Teil relativ fertig. Da kommt einer mit Starking hat mit plus 5 noch dazu. Aber man hat ja Zeit, ne? Ja, ich mache fleißig nebenbei natürlich die Alchemie-Quest. Ja, ich habe schon ordentlich welche zusammen. Irgendwann kommt da mal eine Live-Aufnahme, wie ich die öffne. Wann genau? Ich denke mal Part 8, Part 9 oder sowas in die Richtung. Hier sind die ganzen Helme, also die mit zwei Bonis, die ich hier gedroppt habe, die Froschschenkel, die ich ab und zu farme. Das heißt ab und zu, ich farme eigentlich nur Froschschenkel und sowas. Es ist halt eine ziemlich, ziemlich gute Jan-Quelle, muss man einfach dazu sagen. Und die werde ich auch weiter ausnutzen, weil momentan sind Froschschenkel so, so viel wert. Ich kriege so viel Geld damit. Deswegen, ja, genau wie Froschzungen, die gehen auch sehr, sehr gut weg. Die Helme spare ich mir natürlich wieder auf, wenn ich mal wieder atmen sollte. Und ja, dann kaufen wir uns hier mal schon mal Dolche, wenn unsere, ja, wie hieß die Kacke nochmal, Junghellenwaffe auslaufen sollte. Dann haben wir schon mal eine Waffe. Das war auf jeden Fall nötig. Bevor wir da stehen und nichts haben, dann müssen wir nur noch handeln und das wäre ziemlich blöd. Ja, dann haben wir auf jeden Fall Schwarzbart-Dolche mit 42 DSS und schönen TFC plus 9 Projektion. Für 8 Wochen geht das auf jeden Fall fit. Hier haben wir unsere, ich glaube, erste sogar war das, ja, ich meine, erste goldene Königsbeute bekommen. Das war schon ziemlich lucky und da haben wir rechts, wie ihr noch seht, ja, ein paar Bronzen bekommen. Das war ja ein bisschen reingeschissen, aber egal, wir haben unsere ersten goldenen und das zählt. Und ja, die Preise gehen ja alles nach oben und so, deswegen. Also es lohnt sich auf jeden Fall schon. Hier seht ihr noch den Eisenhelm von letztes Mal. Restlichen Schmuck, die Ketten mache ich immer billiger mittlerweile, weil sie einfach nicht mehr weggehen. Die Preise von IQ geht halt immer weiter runter. Das ist halt ziemlich ärgerlich. Aber was will man machen, wenn kein One auf dem Server ist? Hier seht ihr eigentlich noch die ganze Ausbeute vom letzten Farm mit den ganzen Mondis, die ich gedroppt habe. Kam auf jeden Fall ordentlich was zusammen mit dem Event. Und ja,
Wie gesagt, Helme, die werde ich irgendwann wieder appen. Ich weiß nicht, ob das in dem Video sogar noch ist, aber das werdet ihr ja dann sehen. Und wir haben hier einen 15 Feuer Helm gedroppt. So, leider Ninja, aber immerhin haben wir eine 15 Feuer Kapuze gedroppt. Die sind gut was wert, also ein Won. Lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt. Ich habe euch ja gesagt von Anfang an, Helme aufheben lohnt sich, weil wenn sowas kommt, habt ihr mal eben gut Gewinn gemacht. Ja, Froschschenkel sind wieder auch einige dabei gewesen. Also da macht es mir echt Spaß zu farmen. Hier haben wir dann vom Typen Degenwirbel, Hinterhalt und Giftwolke FBs gekauft für, naja, eigentlich schon ziemlich teuer, aber es waren halt die Masse und ich hatte keine Lust, die weiter zu suchen. Ja, wir haben unsere 5 Exos genutzt, um da mal ein paar Bücher zu lesen. Ja, wie ihr seht, ich bin. Mein Luck hat wieder zugeschlagen, nennen wir es so. Ja, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen auf jeden Fall. Und ja, da haben wir jetzt mal sortiert, welche Bücher wir lesen, damit wir nicht, ja. Zig verschiedene lesen, finde ich auch ziemlich blöd. Da hat auf jeden Fall schon mal eins geklappt und ja, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Ja, kein Kommentar dazu. Ja, hier seht ihr das Ganze nochmal, wie einfach nur ein Buch geklappt hat. Also, das ist schon ziemlich, ziemlich ärgerlich. Hier ist das Ganze Won vom letzten Shop wieder und da ist mein lieber Mr. Sate, der mich jeden Tag ungefähr 627 mal killt. Netter Typ auf jeden Fall. Hier kaufen wir 19% Band, 11 Won, ziemlich teuer eigentlich. Und dann haben wir vergessen, das Won umzuwandeln. Ja, das machen wir noch eben ganz fix. Ja, warum habe ich da keinen Cut gesetzt? Setz bitte, lauf jetzt, laufe ich ernsthaft in der Aufnahme dahin. Ja, wie gesagt, 19% Band, 11 Won, ziemlich teuer eigentlich. Aber es gab leider keins und ich hatte absolut keine Lust zu warten. Und deswegen habe ich mich am Ende für dieses Band entschieden. Ich habe das einfach absolut nicht gecuttet, aber naja, ein bisschen strecken, ne, muss man das Video hier auch mal. Apropos, ich dachte, ich habe das bei Merrick jetzt gekauft, also das wäre es ja jetzt gewesen. Ja, wie gesagt, hier 90% Band Advon. Die gibt es eigentlich auch für 9 bis 10 ab und zu auf dem Markt Blanke, aber keine Lust zu warten. Und ich farm das von eh wieder durch das Moni-Event, wie hier schon wieder die letzten Drops von der letzten, vom letzten Abend. Und die Mondis vom Moni-Event und sowas wieder. Also, wie gesagt, das lohnt sich ordentlich. Ja, hier öffnen wir ein paar Mondis. In der Hoffnung, dass wir ein paar Schriftrollen rauskriegen. Und ja, Crit-DB-Kampf kann man auch ganz gut gebrauchen. Wenn wir langsam Richtung PvP gehen, ja, Segen fangen wir gar nicht erst an. Nee. Also, das außen vor erstmal. Joa, an sich gesehen. Ich würde sagen, ein bisschen Luck waren schon dabei bei den Schriftrollen. Also ich hatte schon deutlich schlecht. Ich hatte bei 200 Stück schon manchmal nur 3, 4 Schriftrollen. Also mit, ich glaube, 6 waren das. 6 Schriftrollen gebe ich mich voll und ganz zufrieden. Also meckern kann ich da auf jeden Fall nicht. Ein paar Zenbo, ein paar Sigis, alles weiter zu verkaufen. Ja, hier seht ihr dann wieder meinen wunderschönen Shop. Ist leider kein Cashmere mehr, weil ich keine Lust hatte, einen zu kaufen, weil mein Shop eh regelmäßig gekickt wurde. Und das einfach zu viel Zeit momentan gefressen hatte. Deswegen hatte ich auch wenig Shops offen und das hat sich einfach nicht gelohnt, dafür dann einfach DR in die Tonne zu werfen. Deswegen habe ich einfach mal ab und zu normale Shops geöffnet. Ja, Medi Plus haben wir noch vom letzten Appen und so. Haben wir und wieder Alti und so. Ja, das Übliche. Ja, dann haben wir wieder ordentlich was eingenommen. Über die Nacht dann knapp 10 Wonnen waren das, glaube ich. Ein bisschen mehr sogar. Und ich habe mir dann mal so überlegt. Ich switche mir einen Zodiac-Bogen. Weil 2 Won für einen Zodiac-Bogen plus 0 an sich eigentlich ziemlich teuer. Aber das war mir dann auch in dem Moment wurscht. Hab mir dann für 1 Won eben einen Typen gesucht, der mir dann da 3 Bonis noch hinzufügt. Segenskugeln hatte ich ja über. Ja, dann haben die einfach mal so heftig gefällt. Also mit Glück sieht es in diesem Part auf jeden Fall schon mal nicht so aus. Aber ist ja wurscht. Dann haben wir uns schon mal Zodiac-Schatulle gekauft, weil wir das Ding ein bisschen uppen wollen. Plus 6 reicht mir eigentlich. Und ja, das war eigentlich auch das Ziel, dass wir das Ding auf plus 6 ziehen, damit wir es reinkehren können. Und DSS wollte ich auf jeden Fall mindestens 20 haben. Eigentlich, es ist ziemlich wenig. Aber es ging eigentlich darum, wenn ich den Bogen jetzt switchen sollte. Und da kommt jetzt 32, 36, eventuell sogar 40 mit Glück. Man weiß ja nie, ne, was jetzt gleich kommen wird. Ja, dann würde ich den auch eher verkaufen oder generell vielleicht sogar weiter, weil das einfach eine richtig gute Yang-Quelle gewesen wäre. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, no risk, no fun. Wir versuchen das ganze Spiel. Erster Versuch auf plus 5 hat geklappt. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Erster Versuch auf plus 6, Spannung steigt, Trommelwirbel und leider fehlgeschlagen. Egal, wir haben ja noch ein paar Schriftrollen und ja, direkt wieder plus 5 gegangen. Das fand ich natürlich wieder wunderschön. Ja, wunderschön.
Direkt nichts, Versuch plus 6, der hat leider auch fehlgeschlagen. Aber nicht so schlimm. Ich habe noch einen Schmilz im Lager, den benutze ich jetzt einfach mal. Ist ja wurscht. So sehr ist das jetzt auch nicht dramatisch. Ja, stabile Schnüre kaufen wir wieder fleißig ein, damit wir wieder direkt auf plus 15 können. Die Dinger sind arschteuer, finde ich echt. Im Gegensatz zu früher, wenn man sich überlegt, die Dinger haben 8 Kaka gekostet. Alter. Ja, Ding ist wieder plus 5 gegangen, Schmiedehandbuch genommen. Und Leute, bitte meckert jetzt nicht rum, dass ich den Stein des Schmiedes genommen habe. Okay, Dankeschön. Und da ist das Ding plus 6. Ehre. So muss das laufen, würde ich sagen. Ja, hier ist dann mal wieder ein Job, weil der wieder Kick hatte, muss ich wieder neu stellen. Ja, selbe Preise wie immer. Ab und zu ein paar kleine Zahlendreherchen noch drin, so was weiß ich, 18,888 und sowas, anstatt, was weiß ich, 19. Ist ja wurscht. Ein bisschen Won wieder gehabt über die Nacht. Haben uns sehr gut schon gekauft, damit wir den Bogen switchen können. Ja, 150 hatte noch ein bisschen der über auf dem Char selber, deswegen habe ich dann ja nur 3 Gutscheine gekauft. Da waren irgendwie 30 der noch über oder 40, weiß ich nicht. Und die ersten 4 Switcher, 6 FKS, 12 Stärke, wenn ein bisschen mehr wäre geil gewesen. Also mehr DSS, 15 DSS, Rest Trap, 20 DSS. Da war eigentlich schon indirekt das Ziel erreicht. Boah, das hätte ich eigentlich lassen können, ne? Gift, oh mein Gott. Das hätte eigentlich, nein, ärgerlich. Egal, wir haben es nicht gelassen, wir haben weiter geswitcht. 12 DSS, 20 Untote. Müll, 13 DSS, Restmüll. Ja, und der nächste 4 DSS, Restmüll. Das sieht nicht gut aus. Ey, übrigens, die 4 Switcher, die ich da gekauft habe, habe ich einfach jetzt ja 10 Euro aufgeladen gehabt und habe mir Switcher gekauft, ja. Ich war einfach ein bisschen mad. Und am Ende habe ich einfach das reingehauen, also den Bogen reingehauen, der mir überblieben ist, damit ich wenigstens Band habe und den Damage für das Moon-Event ganz gerne gebraucht habe. Ganz gerne gebraucht. Ganz dringend gebraucht habe. So, Entschuldigung. Nächster Shop mal wieder. Und ja, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video auch. Ich werde hier im Anhang jetzt nochmal reinpacken von der Giveaway, die Auflosung. Auflösung. So. Und ja, haut da rein, Freunde. Adieu.